Halli, hallo, Hallöchen. ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Sims 300 Baby Challenge mit unserer lieben Rhonda Collins. Und ja, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Wir sind natürlich wieder schwanger, immer noch schwanger. Ich denke mal, in der Folge wird es dann tatsächlich dann auch mal so weit sein, dass sie das Baby bekommt. Wir haben auf jeden Fall schon den nächsten möglichen Vater auf unserer Liste. Mit dem werden wir uns auch noch ein bisschen anfreunden, damit das auch hier klar geht. Das kannst du gerne verkaufen. Und ja. Aufs Klo müsstest du eigentlich auch mal. Unser Maxwell ist auf jeden Fall ein kreatives Genie, weil er ist jetzt gleich schon Level 10. Der Dingsbums in diesem Regal. Was? Was? Wo sind denn dann die Bücher hin? Logik. Du hast noch Hausaufgaben zu machen? Nein, hast du nicht. Hast du Hausaufgaben zu machen? Nein. Kochband? Aber wir können mal die Gartenfähigkeit erhöhen. Oder wir stellen uns vielleicht hier in den Garten. Nicht hier entspannen, hier hingehen. Und da hat sich soeben mit einem Vampir angefreundet. Ich meine hier rein. In den Garten rein. Hier, durch das Gartentor. Genau, fein. Hast du gut gemacht. Pflanzen. Und Pflanzen hierhin bitte. Nicht wegwerfen. Sorry, doof oder so? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte gerne mehrere Pflanzen, bitte. Und zwar hier, hier. Hier, hier und da. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Das reicht. Hallo? Meine Dame? Kann ich das auch irgendwie abbrechen? Ich möchte das gerne nicht mehr. Ach, Mann. Hallo? Danke. So, du hast dein Bild nicht zu Ende gemalt. Ist ja auch kein Ding. Ripsi-Roo. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir hier gepflanzt. Sehr gut. Okay, gut. Dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das mit der. Wer lacht denn hier? Ach du Sch. Oh, ich glaube, dir geht's zu gut. Kannst du das nicht wegmachen? Oh, du bist so dumm. Gartenfähigkeit 3. Cool. Das Baby kommt. Oh Gott. Na toll. Hast du wenigstens die Sachen fertig gepflanzt? Vielleicht solltest du hierhin gehen. Geh mal rein. Es ist angenehmer, dort das Kind drin zu kriegen, oder? Ihr braucht jetzt alle nicht die Panik schieben.
Das ist jetzt schon das wievielte Kind? Ist das ganz normal? Und du gehst am besten schlafen. Unsere liebe Rhonda, die kriegt das schon selber hin. Oh, wer will denn was? Wer wird denn hier von der Limousine abgeholt? Okay. Also ich habe keine Limousine bestellt. Also ja, keine Ahnung, was das soll. Vielleicht jemand anderes, der gerade irgendwie wichtige... Ah ja, genau. Nee, das ist jetzt auch nicht. Dann weiß ich nicht, wofür die Limousine da ist. Ist jetzt gut, hier will keiner mitfahren. Ich habe hier keine Interaktion. Also zieh Leine. Und mit der Limousine zum Dings muss ich jetzt auch nicht. Nein, ich habe jetzt auch keine Zeit für die Lamas. Es tut mir ja leid. Aber wir müssen jetzt ein Baby kriegen, ne? Du schaffst das. Vielleicht wären das Zwillinge, aber vielleicht würden es auch nur ein Kind. Ja. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Und mal schauen. Ah ja, ich glaube, jetzt ist es gleich soweit. Und? Für dein kleines Mädchen. Cool. Wie nennen wir denn das kleine Mädchen? Das Mädchen. Ruby. Ruby wäre doch einfach mal cool. Athletisch und tapfer. Und nur ein Baby. Okay. Nein, es ist noch eins. Ein Junge. Ein Junge, es ist ein Junge. Dich nennen wir Castiel. Tollpatschig und diszipliniert. Zwei Babys. Cool. Ach ja. Das ist auf jeden Fall geil. Zwei Babys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist ja gut. Auf jeden Fall müssen wir denen auf jeden Fall das Fläschchen noch geben. Und dann wird es Zeit, dass du das andere Baby mal auf die Welt bringst. Ach, Castiel ist schon draußen. Ach Gottchen. Was macht er denn hier? Oder kriegst du das jetzt in dein Arm geboost, gedingst? Nee, lass mal bitte. Was ist jetzt? Ängstlich. Angsthasen haben vor fast allem Angst, ja. Ich hab doch gesagt, du sollst was essen. So, du schläfst. So, der kleine Castiel, der kriegt jetzt erstmal sein Fläschchen. Ach ja. So, und dann ab ins Bettchen. Oh, Zwillinge. Das hat doch super geklappt. Und unser Garten, das läuft auch. Garten mit dem besten Düngemittel. Kann ich das nicht einfach auch gießen? Das war heftig. Ich schätze, so sind Teenager nun mal. Okay. Ich weiß ja nicht, was du damit jetzt meinst, ne? So, meine Liebe, du solltest vielleicht mal duschen gehen.
nach Zwillingen sollte das immer eine ganz gute Idee sein. Und weißt du was? Du wirst jetzt mal schlafen. Kannst ja nicht ständig auf Dings sein. Okay. Ach, Gottchen. Und dann müssten wir ja eigentlich... Den könnten wir doch jetzt einladen, oder? La la la. Bist du jetzt langsam mal fertig? Das ist ja über... Ach gut, das reicht aber von der Energie nicht gerade. Wieso hast du jetzt eine andere Frisur? Wieso hast du eine andere Frisur? Was ist mit dir los? Okay. Ich wusste gar nicht, dass du die Frisur hast. Naja, gut. Tut mir leid, ich habe keine besondere Lust. Du wirst noch Lust kriegen, ne, mein Lieber. Das sage ich dir. Und wieso müssen die denn überall ihre Fallen immer aufstellen? Ich dachte, du schläfst. Zusehen. Oh, wie süß ist das denn? Oh, wie süß. Kannst du das fangen? Oh mein Gott, sind die niedlich. Oh mein Gott, ist das niedlich. Käfig, 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 Käfig. Ja gut, das ist hier jetzt alles ein bisschen im Weg, ne? Aber wir brauchen einen Käfig, denke ich. Ein Käfig wäre doch in Ordnung, oder? Katzenklo. Oder können wir die Sachen nicht in den Käfig packen? Goldfischglas. Echsen, Nagetier. Ah, passt es nicht mehr rein. Schade. So. Weglegen, Streifenhörnchen. Oh, wie süß ist das denn bitte? Gasenfüße. Ach ja. Nachfüllen, Futter nachfüllen, das wäre natürlich. Benennen, wie nennen wir es denn? Chip. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eins, ne? Bist du auch noch ein Streifenhörnchen? Und dann könnten wir das Chip nennen. Chip und Chip. Ich hoffe, wir vergessen die da nicht in dem ganzen Chaos. Also, man kriegt nur für einen Käfig, kann man da irgendwie Name, Chip, Gattung, Streifenhörnchen, Seltenheit, ungewöhnlich, Wert 117. Wie geil ist das denn bitte? Wir verkaufen das einfach, es tut mir leid. Wobei... Ja, nee. Wir verkaufen das. Ich finde es schade, dass man die Sachen hier nicht, dass man hier nicht zwei Sachen reinpacken kann. Wie sehen denn deine Noten aus? Befriedigend. Was ist denn eigentlich dein Problem? Geht ihr überhaupt noch in die Schule? Und warum gehst du nicht richtig schlafen, Madame? Das wäre doch viel einfacher. Warte mal, weißt du, ich weiß, was ich mache. Wie wäre es, wenn wir vielleicht mal dein Aussehen ändern? Wäre dir das recht, hm? Dass wir vielleicht mal ein bisschen Pep oder anderen Dings in die Dings bringen. Mehr Dings in die Dings. Gazork! Vielleicht so ein andere Frisur mal. Andere Haarfarbe. Wäre es mit ein bisschen dunklerem Ton.
Genau. Nee, das muss jetzt auch nicht sein. Vielleicht ein bisschen was zusammengedingstes, ja. Blond steht ja auf jeden Fall auch irgendwie ganz gut. Braun geht. Das da, das ist schön. Aber ich glaube, ich werde mal so ein bisschen rothaarig mal dingsen. Ich glaube, an deinen Augenbrauen müssen wir gerade nichts tun. Make-up ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, das war's dann schon. Dann hätten wir dich doch ein bisschen umgestylt. Und dann, was ist jetzt passiert? Interessante Neuigkeiten. Es kursieren Gerüchte, dass Rhonda Collins ein Un... Ach komm, das ist jetzt eine langweilige Story, weil das ist doch, ja, ist doch klar, dass wir uneheliche Kinder haben. Schlafen ja auch mit jedem und machen Babys. Das gehört halt zu der Aufgabe dazu. Und heiraten kommt überhaupt nicht in die Tüte. Aber ich denke mal, es wird langsam auch mal Zeit, dass die liebe Rhonda auch mal was anderes anhat. Achso, wir könnten ja auch mehrere Outfits dazu hinzufügen, ne? Ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Jetzt muss mein Spiel das erstmal alles laden. Ja, Spiel. Weil wir können ja auch nicht immer dasselbe Outfit haben. Ich denke mal, ich werde bei den Komplett-Outfits bleiben. Hier müsste es eigentlich auch so vorgefertigte Looks geben. Gute Frage. Vielleicht mal was Warmes? So als Alltagskleidung? Weiß ich nicht. Gibt's auch mal was ganz Normales? Die Dinger sind doch cool. So eins in lila oder in rot? Dann kriegst du noch auf jeden Fall was. Farbe. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis mein Spiel das alles hier geladen hat. Deswegen, ich habe auch nur die Add-ons und ein Accessoire-Pack, glaube ich, installiert. Weil wir wollen ja nicht Wochen hier brauchen, bis der mal die ganze Liste geladen hat. Was könnten wir denn noch alles Schönes anziehen? Das sieht eigentlich auch ganz schön aus. Ach, du darfst nur 3 Outfits haben. Okay. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Haben wir denn... Ja. Lade. Also die Kinder werde ich eigentlich im Prinzip nie umstylen, denke ich. Das ist mir dann... Ja. Nein, wir stürzen jetzt nicht ab. Oh Mann. Wenn das anfängt, keinen Mucks mehr zu machen, die Musik, dann kriege ich schon Panik, ne? Na komm, wir haben auch noch heute anderes zu tun. Und da ist sie doch. Abendkleidung. Müssen wir dir noch irgendwas mit der Abendkleidung machen? Na komm. So, so. Wieso ist eigentlich die Musik jetzt so laut? Also, für mich ist sie laut irgendwie. Naja, gut, passiert. Dann werden wir auf jeden Fall dir noch ein schönes Kleid raussuchen. Oder so, weiß ich nicht. Vielleicht so was Kurzes, genau.
So, so. Also sagt Bimba. Vielleicht mal sowas hier. Ja. Badeanzug brauchen wir jetzt nicht. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal, ne? Sie hat jetzt 3 neue Alltagskleidungs-Outfits, eine neue Frisur und dann war's das. So, endlich. Ach ja. Outfits wechseln. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, du hättest vielleicht mal Hunger, dann solltest du dir vielleicht auch mal ein Müsli nehmen. Was möchtest du? Ja gut, dann kümmere dich halt um die Kiddies. Ah, du bist wieder freiwillig am Malen. Das ist unglaublich. Das ist echt genial. Danke dir. Was ist mit dir los? Die Ruby braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Das wäre sehr klasse, wenn du das übernehmen würdest. Und dann müssen wir halt mal gucken, dass die dann auch älter werden. Wir müssen dann auch gucken, dass wir den nächsten Vater... Was ist jetzt passiert? Keiner weiß es. Das ist wahrscheinlich so ein Ding zwischen den beiden hier. Keine Ahnung. So. Wir können jetzt alle schlafen. Es ist schon wieder ein Gewitter. Das ist einfach unglaublich schön, ne? Und du bist fleißig am Malen. Und wir haben wieder einen Hirsch zu Besuch. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit unseren Pflänzchen hier aussieht. Ob dann ein Zombie vorbeikommt. Meisterwerk malen. Spielzeugherd. Solange du den nicht auch noch abfackelst, von mir aus, können wir das gerne ausprobieren. Warte mal, dann gucke ich doch mal direkt danach. Warte einen Moment hier. Spielzeug. Wo ist denn der Spielzeugherd? Wir haben ja überhaupt keine Schaukel oder irgendwas. Das sollten wir vielleicht auch mal ändern. Weißt du, ich komme immer auf die falsche Taste. Wie viel kostet denn die Schaukel? 400. Wo können wir die denn mal hinbappen? Hier wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber das ist jetzt auch nicht eigentlich das, was ich haben wollte. Ich wollte den Spielzeugherd haben. Da, Ofen. So, dann haben wir uns wenigstens auch mal um die Kinder, Kiddies gekümmert, dass die sich beschäftigen. Ruby ist, Castiel ist wieder am schlecht drauf sein. Castiel biologisch abzapfen? Okay. Komische Dinge, die der machen kann mit dem Kind. So, also der kümmert sich gerne um die Babys. Das finde ich ganz toll. Aber meine Lieben,
Ich denke mal, das wird es auch für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.